Oh, ich habe mich an der Tür geirrt. Ich bin ja ein... Bei einer Unisex-Toilette könnte mir so eine Verwechslung nicht passieren. In Zukunft soll es vermehrt Unisex-Toiletten geben. Das sind öffentliche geschlechtsneutrale Toiletten, in die Männer und Frauen hineingehen können. Ich denke, in bestimmten Fällen sind solche WCs vernünftig. In Zügen und Flugzeugen gibt es sie ja schon. Doch zu viel Geschlechtsneutralität mag ich nicht. Gender Mainstreaming kommt mir dabei in den Sinn. Diese Bewegung bemüht sich besonders, die Idee der Geschlechtsneutralität zu verbreiten. Einfach gesagt, verstehe ich Ihre Botschaft so. Wir wollen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Deshalb erklären wir, dass es keinen Unterschied zwischen ihnen gibt. Der Mensch wird neutral geboren und erst durch die Erziehung wird er zum Mann oder zur Frau. Kurz gesagt, Gleichberechtigung durch Gleichmachung. Ich bin auch für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Eine Frau, die gleich viel leistet wie ein Mann, soll natürlich gleich viel Lohn bekommen. Oder ein Bub, der mit Puppen spielen will, warum nicht? Und ich denke, Frauen sollten Zugang zu technischen Berufen und zu Leitungspositionen bekommen. Doch ich bin gegen die Aufhebung der Verschiedenheit der Geschlechter. Mir scheint, die Vertreterinnen und Vertreter der Gender Mainstreaming Bewegung sollten die Naturwissenschaften ernster nehmen. Sie beweisen eindeutig, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Angefangen von den Erbinformationen über den Körperbau bis hin zum Hormonhaushalt. Ich finde es spannend, dass Hirnforscher herausgefunden haben, dass Mann und Frau verschieden sind, was den Gehirnaufbau und die Gehirnverschaltung betrifft. Frauen ticken also anders und sie fühlen anders. Ich persönlich bin überzeugt, dass eine Mutter ihr Baby besser begleiten kann als der Vater. Ich hoffe, dass wir immer mehr erkennen, dass Mann und Frau gleichwertig sind und doch verschieden. Ich denke, folgendes Bibelwort unterstützt diese Wahrheit. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau.